Hallo ihr Lieben! Hallo! Es gibt mal wieder ein Tipps-Video für euch und dieses hier war angefragt unter unserem letzten. Wir haben euch ja gefragt, was ihr gerne von uns sehen wolltet und einer von den angefragten Sachen war halt Haushaltstipps. Da haben wir uns mal Gedanken gemacht, was wir so bei uns immer beachten und ob das so gut ist und wir wollten das einfach an euch weitergeben. Und dazu können wir vielleicht noch sagen, dass wir jetzt nicht die absolut besten Tipps aller Zeiten haben, sondern das, was wir für uns herausgefunden haben, was gut ist. Und wir wohnen jetzt ja auch noch nicht ganz so lange alleine, also mein Freund und ich, wir wohnen, glaube ich, 4 Jahre. Drei. Ein Jahr nach euch dran. Ja. Ja, oh Gott, schon so lange. Doch, schon so lange, ne? Ja. Und da hat sich dann was angesammelt und das verraten wir euch jetzt. Genau. Und falls ihr noch irgendwelche Tipps für uns sonst habt, auf jeden Fall einfach in die Kommentare schreiben. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen lernen. Genau. Also, was wir auch immer bei uns machen, ist die Arbeit aufteilen. Und zwar machen wir das so, es hat sich irgendwann mal so ergeben, dass mein Freund zum Beispiel das Geschirr abwäscht, worüber ich sehr froh bin, weil ich das nicht so gerne mache. Also ich mache es schon ab und zu auch, aber in der Regel macht er das, weil er ist halt auch so ein Routinenmensch. Das heißt, er macht das dann eh schon aus Routine raus. Und ich mache halt meistens aus Routine die Wäsche und hänge die auf und solche Sachen halt. Das ist dann meistens so getrennt, aber es kann halt auch schon mal vorkommen, dass die andere Person das macht. Aber aufteilen ist vielleicht ganz gut, weil Menschen sind ja auch unterschiedlich und vielleicht mag der eine das wohl ganz gerne machen und der andere das und dann kann man schon mal sagen, okay, du machst das immer, ich mach das andere, dann hat man schon mal eine Sache so, an die man vielleicht nicht denken muss. Die dann und ich finde es generell wichtig, dass man die Arbeit aufteilt und nicht einer alles alleine macht. Ja, genau. Weil das ist einfach zu viel und wir leben ja auch jetzt nicht mehr im letzten Jahrhundert. Genau, und ja, es ist halt auch nur fair, weil beide machen ja auch dann quasi den Dreck und dann sollte das schon irgendwie gleichmäßig aufgeteilt werden. Ja, und vielleicht könnte man sonst, wenn ihr euch nicht einigen könnt oder zum Beispiel in einer WG wohnt, damals, als ich noch in der WG war, da hatten wir dann so einen Plan, wer dann wann das Badezimmer putzt zum Beispiel, das könnte man dann einfach eintragen und dann immer drauf gucken, vielleicht eine Woche planen und dann tauscht man einfach die Aufgaben. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Es kommt, glaube ich, echt darauf an, wohnt ihr in einer WG mit einem Freund zusammen oder alleine, weil dann, je nachdem, muss man ja verschiedene Sachen vielleicht auch einteilen. So ein Plan ist dann ja echt super, ne? Genau. Sonst, wir machen das so, dass wir unsere Finanzen auch immer aufschreiben. Also wir haben so ein Haushaltsbuch, eigentlich ist es ein normales Notizbuch. Und dann schreiben wir immer, zum Beispiel, wenn wir Lebensmittel gekauft haben, wie teuer das war und wer das bezahlt hat, damit wir dann am Ende des Monats gucken können, okay, hat das einer plötzlich viel mehr bezahlt als der andere. Und dann rechnen wir das irgendwie nach 3 Monaten so aus und ja, das ist ein bisschen kompliziert, ne? Aber ja, wir machen das so. Also ja, genau, wenn ihr es einfach ein bisschen organisierter haben wollt, ist ein Haushaltsbuch ja dann echt eine richtig gute Alternative. Man kann dann auch einfach mal allgemein die Finanzen im Blick haben, ne? Dass man sieht, wie viel gibt man denn wirklich aus im Monat für Lebensmittel, wie viel gibt man aus für Hobbys oder so. Mhm. Und ja, das passt vielleicht zu unserem anderen Video vorher, wo wir euch Tipps zum Geldsparen gegeben haben. Verlinken wir am besten direkt mal. Ja, da habe ich sowas auch nämlich gesagt. Dann auch noch ein richtig guter Tipp, gerade wenn ihr auch so ein bisschen seid wie ich, dass man schnell mal was liegen lässt, auch gerade wenn man unter Zeitdruck ist. Bei mir ist es echt so, mein Make-up ist dann wirklich überall, da mache ich mich morgens fertig, dann liegt das da, wo halt Platz ist. Und ich habe mir dann einfach so Boxen geholt, es gibt ja zum Beispiel die von Ikea oder ganz normale so Körbe und die habe ich mir dann einfach so zurechtgestellt und dann ist in der einen Sache sind so Beauty-Produkte, Haarbürsten und so drin und in der anderen meine Paletten und Make-up und dann, wenn ihr wirklich mal Stress habt, dann könnt ihr das da auch reinschmeißen quasi, aber ihr habt halt noch alles an einem Ort, also es sieht da nicht so mega unordentlich aus, aber es ist halt wirklich organisiert. Ja, ich finde das auch ganz wichtig. Ich hasse das, wenn alles so unordentlich aussieht und dann lieber die Unordnung in den Kisten, aber dann ist das so von außen ruhig. Ja, genau. Hier sieht man das auch schon, diese Kisten habe ich auch überall. Ja, das ist einfach genau. Es ist halt schon, es ist vielleicht noch chaotisch, aber organisiert. Ja, und ihr wisst, wo was zu finden ist. Ja. Dann vielleicht passt zum Thema Haushaltstipps natürlich auch Reiniger oder so Sachen, die man benutzt. Und ich habe für mich entdeckt, es gibt zum Beispiel so einen Bioputzstein, der ist in so einer Dose drin, den muss man dann mit einem nassen Lappen benutzen und der ist wirklich gut für so hartnäckige Sachen. Oder was ich auch gerne benutze, ist so ein Radierschwamm, der ist so weiß und wenn man zum Beispiel an der Tapete Flecken hat, dann kann man damit die wegwischen und der gibt dann die weiße Farbe von sich so an die Wand ab. Oh, das heißt, ist ja ein guter Trick. Er macht wieder die Farbe da dran. Da muss man nicht gleich wieder nachstreichen. Genau. Wenn man so kleine Flecken hat. Das ist echt eine gute Idee. Ich muss mal darauf zurückkommen. Ja, ja, unbedingt. Als ich das erste Mal benutzt habe, dachte ich, wow, was für ein Wunderwerk. Ja, auch an Türen, wenn die schmutzig sind, das ist echt richtig gut. Gerade halt, wenn man weiße Wände hat und dann halt wieder Flecken. Ja, ne? Genau. Geht halt nur bei weiß. Aber den kann man auch für Schuhe nehmen oder so. Also wirklich ein Wunderwerk überhaupt.
Und ja, sonst haben wir auch noch überlegt, andere Reiniger, ich nehme zum Beispiel für Wasserkocher oder solche Sachen Corega-Tabs, also das sind eigentlich die für Gebissreinigung, aber die schäumen dann so richtig und die machen dann diese Kalkrückstände weg, wenn man die dann irgendwo hat. Mhm. Was ich auch noch kenne, also ich selber mache es nicht, aber meine Mama zum Beispiel, ist einfach mit Essig reinigen, das ist dann ja sehr natürlich. Was ich daran jetzt zum Beispiel nicht so gerne mag, ist der Geruch. Der verfliegt zwar auch schnell, aber während man reinigt, hat man das dann ja auch quasi in der Nase. Und das mag ich jetzt nicht so gerne. Aber wenn ihr einen natürlichen Reiniger sucht, dann ist es auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen und super günstig halt. Ne? Genau. Und sonst, wenn man Sachen so abwischt, also bei mir ist es halt so, die Möbel sind eigentlich alle weiß und dann sieht man den Staub überall. Ich nehme mir dann immer Mikrofasertücher oder es gibt diese nachgemachten, es gibt doch diese Swiffer-Staubmagneten, wo man so einen Stab hat und dann ist hier so ein Ding dran mit so Wechseltüchern. Die kaufe ich mir bei DM, die sind dann ganz günstig und allgemein alles, was so Mikrofaser oder aus diesen Sachen besteht, das nimmt den Staub einfach in sich auf und verteilt den nicht im Raum und das finde ich ist einfach sehr gut und praktisch und es geht alles so viel schneller. Vielleicht kann man auch noch, das fällt mir gerade ein, bei Katzenhaaren und so, dass man dann immer so einen Roller dabei hat. Ja, quasi. So eine Fusselrolle meinst du? Weil wir haben halt auch ein schwarzes Sofa und man sieht halt, die Katzenhaare sind irgendwie immer da. Was ich auch oft mache, ist einfach so einen Schwamm nass machen und dann einfach so drüber wischen. Ah, dann das halt ja nicht aus, wenn, oh mein Gott. Ja, das mache ich halt schnell mal, weil gerade wenn dann auch Gäste kommen und die haben zum Beispiel Allergien oder es sieht halt natürlich auch nicht schön aus, dann kann man da schnell nochmal so drüber wischen mit einem feuchten Tuch, geht super gut ab und ja, dann ist es auch gleich wieder. Ja, ich lerne auch noch was. Voll gut. Und jetzt noch was ganz Lustiges. Also, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Einfach Gäste einladen, weil wenn ihr Gäste bekommt, dann müsst ihr ja zwangsläufig quasi sauber machen. Man möchte, dass es schön aussieht, ja. Genau, und das wirkt bei mir immer perfekt, weil wenn dann Gäste kommen, mache ich wirklich alles tipptopp. So, das ist so eine richtige Grundreinigung und dann kann man das ja einfach regelmäßig machen und dann ist die Wohnung auch wieder besser. Ja. Könnt ihr mal ausprobieren. Cool. Ja, das war's auch schon vom Video. Wir verlinken euch gleich in der Endcard nochmal unsere Tipps-Playlist. Da könnt ihr mal reinschauen, ob ihr vielleicht manche Sachen noch nicht gesehen habt. Und falls ihr vielleicht noch Wünsche habt, was wir noch so an Tipps geben sollen, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, wir versuchen alles zu erfüllen. Gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.